diesem Jahr werden wir bei einer Spendensumme gut um die 25.000 Euro liegen. Und insgesamt über die ganzen Jahre hinweg haben wir damit eine Summe von weit über 100.000 Euro überschritten. Wir haben schon seit vielen Jahren das Kinderhospiz Balthasar schon in der Gründungsphase und von unserem Verein aus unterstützt und hatten dann so vor 6 Jahren mal die verrückte Idee gehabt, lass uns doch mal gucken, ob wir da nicht eine größere Nummer draus machen können. Und daraus entstand dann zu guter Letzt halt diese Geschichte mit dem Race for Speeds. Der Verrücktheitsgrad ist bei uns und bei den Motorsportlern mittlerweile sehr, sehr hoch. Finanziert sich zu 70% durch Spenden. Das heißt, wir brauchen im Prinzip für fast alles, was wir tun, Spendengelder. Alles, was über reine Pflege hinausgeht, sei es Musiktherapie, schmerzmedizinische Beratung, es kommen Klinik-Clowns zu uns, das sind alles Angebote, die nur durch Spenden möglich sind. Wir haben zeitgleich immer 8 Kinder und 4 Jugendliche, plus Eltern und Geschwister sind dann so 40 bis 50 Gäste bei uns im Haus. Schicksal, was die Kinder haben, ist ein dramatisches, katastrophales für die Familie. Und wenn ein Kind stirbt, dann betrifft das auch die Mitarbeiter. Also dann sind auch wir Mitarbeiter traurig und dann wird auch geweint. Und ich sage oft, es ist ein Haus zum Leben. Es wird so intensiv gelebt bei uns, so viel bewusster, als man das sonst so tut. Also ich würde mich recht herzlich bei allen bedanken, die uns ständig bei diesem Rennen unterstützen. Wir haben teilweise Teams dabei, die schon von Anfang an dabei sind, schon in der Planungsphase mit eingreifen. Die Teams selber haben mittlerweile ein richtiges Engagement entwickelt.